Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Und ja, mir ist bewusst, dass wir gestern natürlich auch ein Geschwisterpaar da reingestellt haben. Keine Sorge, wenn nicht sogar zwei. Aber ich hatte leider keine Zeit mehr. Ich bin heute tatsächlich ein bisschen früher aufgestanden. Ich habe tatsächlich jetzt eine halbe Stunde mehr Freizeit. Was ist eigentlich? Ich hasse die Spätschicht, ne? Aber egal, damit komme ich jetzt klar. So. Sehr schön. Die ist jetzt gerade erst schwanger geworden. WTF? Ashley Green. Wieso kommt jedes Mal, wenn ich die beiden zusammensetze, Ashley Green rein? Raus. Aber die muss ja richtig gute Werte haben, dementsprechend, ne? Nein. Leute, Leute! Ich bin gerade erst dabei, die Vault aufzumachen. Ja, ihr könnt gleich kommen. So, ihr wart ja Geschwister hier, ne? Ja, da. Ja gut, das ist scheiße. Aber ihr könnt ja... Ja, ich wollte gerade sagen, ihr legt jetzt nochmal los und macht mir noch eine Ashley. Macht mir ganz viele Ashleys. Die sieben. Ich glaube, einen Teil dieser Frauen werde ich zu Männern machen, ganz ehrlich. Das, wir haben Frauenüberschuss. Das ist ein bisschen zu viel. Naja, ich muss die Leute erstmal wieder wegpacken. Ah, obwohl du bist auch eigentlich recht intelligent, ne? So. Dann Stärke. Ja, das sind die Katzen wieder, die im Hintergrund durchgehen. Denken sich, oh, Herrchen, das mach, jetzt können wir wieder Radau machen. Aber vorher den ganzen Tag geschlafen, weißt du? Ich werde sie niemals verstehen. Genauso wie ich bin gestern Abend nach Hause gekommen. Frauchen schon im Bett und schläft. Und was machen die? Die kommen zu mir ins Wohnzimmer, währenddessen ich entspanne und stressen mich. Ich denke, wieso? Geht's Frauchen, stresst sie. Sie hat den ganzen Tag frei. So. Ja gut, den ganzen Tag frei hatte sie nicht. Sie war ja auch arbeiten. Egal, egal. Ich rede mich hier sonst gleich noch grün und blau, wenn meine Frau zurückkommt. Also, wir haben den Bruder... Der hat eh trainiert auf E2. Du bist jetzt auf E3? Nee, ne? Nee, du bist jetzt auf E2. Ja, du bist auf E2. Er möchte gerne noch einmal trainieren auf E4. Pascolinas Training ist somit abgeschlossen. So. Und Deadline hat mir einen Kommentar geschrieben. Jetzt komm mal her, Pascolina, was ist los? Entzieh dich nicht mehr im Griff. Und er hat geschrieben, ich habe ja die Kopie kurz verwendet. War ja nur ganz, ganz schnell gemacht. Und ja, Deadline war da nicht da. Und mir hat noch ein anderer geschrieben, es kann sein, dass das Level von demjenigen, den ich getestet habe, einfach zu niedrig war. Das müssen wir also auch nochmal testen. Aber das machen wir morgen. Oder sollen wir es heute? Ne, wir machen das heute. Weil morgen gehen wir raus. Wir haben jetzt noch zwei Leute draußen. Einmal hier Breitseite. Und das Buch der Liebe. Beide Parteien müssen erstmal zurückkommen. Und dann gucken wir, wer kann. Und der kann dann. Beziehungsweise, wahrscheinlich kann dann eigentlich fast jeder. Weil ich glaube, das war eine P3-Quest oder so. Das müsste eigentlich jeder hinkriegen mit Klamotten. Naja. Erstmal gucken wir hier rein. Du darfst ja unendlich trainieren. So, du warst die 2, du darfst auch unendlich trainieren. Und du bist die 4. Zero-tastisch und... Jack Ripper. Okay, perfekt. Passt alles. Und hier haben wir Yessin. Er ist zurück. Wieso habe ich dich überhaupt losgeschickt? Achso, einfach nur so. Just for fun wahrscheinlich, ne? Bevor ich ihn einsammel. So viele. Und wir haben immer noch keinen Maulwurfsratten, ne? Ich habe echt alles getan, um Maulwurfsratten zu bekommen, aber ich bekomme einfach keine. Eigentlich müssten mittlerweile locker Maulwurfsratten kommen. Wir müssen hier gleich mal irgendwo Rambazamba machen, einfach um zu testen. Das kleine Mädchen, was wir bekommen haben. Charisma! Wie kann da ein Charisma-Kind rauskommen? Ich weiß es einfach nicht. Es ist mir ein Rätsel. Naja, gut. Kümmern wir uns erstmal um Yessin, schicken ihn rein. So, Yessin, dann geh du mal zu deinen Kollegen.
So, jetzt müssen alle momentan in der Vault chillen, damit wir wirklich diesen Valentinstags-Quest-Kram machen können. Weil alle möchten ja dahin gehen, weil es ja auch fast schon gratis ist. Oh, Fallout Boy. Fallout Boy hat ordentlich Zeug mitgebracht. Und Geld ohne Ende. Na gut. Achso, er ist auch gar nicht da. Ich wollte schon die Sachen einsammeln. Okay, wir fangen natürlich an mit... Wieso haben wir da zwei? Achso, Pyro, komm zurück. Finde ich gut. Übrigens, Pyro, du hast schon den Grease Outfit automatisch angezogen. Von daher muss ich da nicht mal was machen. Perfekt. Fangen wir mit ihm hier an. Und machen seine Breitseite. Gucken wir mal. Hat er eigentlich überhaupt Stimpacks gehabt? Ich glaube, zwei Stück oder so, ne? Habe ich die ihm auch gegeben? Ja. So, Monkeys hast du in der Breitseite. Oh, das geht eigentlich, ne? Aber da du alleine bist, kann ich dir jetzt schon sagen, ich mache den Speedhack an. Das wird mir... Obwohl, wenn du alleine bist, gehst du auch schnell drauf, ne? Ah, wohl, du dürftest gar kein Problem haben. Komm. Wir können jetzt gerade nichts sehen. Aber das ist schon in Ordnung. So, zack. Enable Speedhack auf 2. So, dann rasen wir hier durch. Ah, hi. So. Hier werden wahrscheinlich sowieso nur Kakerlaken kommen, ne? Ah, es ist schon ein großer Bereich. Also, wenn da ein, zwei Bosse kommen, könnte es tatsächlich auch schwierig werden, wenn du denn keine Stims bekommst. Weil wir wissen... Oh, er kriegt sie trotzdem One-Shot. Wir wissen, dass es manchmal echt kritisch wird. Ohne Stims. Da fällt mir ein Bruder, sollte ich einen separaten Raum schicken, ne? Sollten wir auf jeden Fall noch morgen machen. Und jemand hat noch seinen Hund gar nicht bekommen. Einer hat ja einen Hund gekauft und den noch nicht bekommen. Boah, ich böses Individuum. Diese Maulwurfsratten haben übrigens mehr Leben, weil sie nur zu zweit in einem großen Raum sind. Das heißt, das Leben der Kreaturen, bzw. der Gegner in einem Raum, wird bestimmt durch Anzahl plus Größe des Raums. Das heißt, je mehr Kreaturen in einem kleineren Raum sind, desto weniger Leben haben sie. Wobei Kakerlaken sind ja... Oh, ich mach mal einen kritischen. Bei dem Tempo macht das eh kaum einen Sinn. Aber ich habe ehrlich gesagt auch keinen Bock, wenn einer hier rumläuft. Ihr seht, es dauert ewig, bis einer so einen Raum aufgeschlossen hat, dass ich in normaler Geschwindigkeit hier durchlaufe. Das ist quälend für mich. Ich quäle mich ja schon, wenn ich ein Spiel spiele und mit einem Roboter da reden muss. Das ist die Hölle für mich. In jedem verdammten Spiel sind die Roboter immer so, dass sie... Sie reden so lahmarschig und ich vertrag das nicht. Das geht mir aufs Herz. Da werde ich immer traurig. Und denke mir, lass mich doch in Ruhe. Also kommt er ja klar. So, 4 Stims, das ist da am Start, ne? So, man muss bedenken. Die Stims sind ja alle leer gekauft, ne? Das heißt, du gehst ohnehin nur mit 2 Stims nach Hause. Deswegen können wir dich auch hier ordentlich heilen. Wobei, ich geb dir einfach alle Stims, die du hast. Oh, danke für die Hilfe bei unserer Plage. Jetzt kann ich den Speedhack aber ausschalten. Unsere Leute waren ständig auf wagemutigen Quests unterwegs, um das Auge des Bühe, weiß ich, so schnell kann ich nicht lesen, aber niemand ist hier geblieben, um die Bude sauber zu halten. Oh, wie seid ihr an eine Ausgabe des Buggle gekommen? Man kann also in den Buggle kommen, indem man Leuten eine Abreibung verpasst. Ja, hier kommen. Ja, schneller bitte. Wir haben eine alte Ausgabe aus Vault 819. Davor hatten wir nichts weiter als ein Exemplar von ein Ghoul irgendwas. Breitseite. Joa, 600 irgendwas Kronkorken. Und ein paar Stims. Weißt du was? Die kannst du alle haben, Magisas. Weißt du, ich kannst du alle haben. Scheiß drauf. Ich bin jetzt großzügig.
Was ihr findet, dürft ihr halt behalten. Ja, 5-3 hier. Füge ich dir noch hinzu. Okay. Dann. Ihr merkt, ich bin gerade aufgestanden. Ich war kurz, so kurz davor, die Wolle zu verlassen. So, jetzt kommt's zum ordentlichen. Und zwar den ersten Valentinstags-Quest. Währenddessen er zurückläuft. Und er bekommt einen verbesserten Overall. Oh, alles klar. Kannst du natürlich auch der Wall spenden, ne? Verständlich. Okay, nein, da wollte ich nicht drauf. Da wollte ich drauf drücken. So, in der Liebe und im Atomkrieg ist alles erlaubt. Das wird wahrscheinlich nur so ein Mini-Raum sein oder so. Lerne die Person deines Herzens kennen. Ja, da bin ich mal gespannt. Der Lannister-Style, den erkennt man überall. Seht ihr, was für ein Vorteil das ist, wenn man sich eigene Farben macht? Man erkennt sich einfach die ganze Zeit. Und ich weiß, dass das hier Tywin ist. Oh, bist du wegen der Single Body hier? Ach, deswegen sollten wir die Anzüge tragen. Mach dir keine großen Hoffnungen. Viele sind nicht mehr da. Ule oder was? Außerdem schüchtern eine Gruppe Bewohner die möglichen Interessen ein. Ich habe hier irgendwo ein Katzenhaar. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich Bewohner sind. Wahrscheinlich nicht. Bist du Single? Vielleicht sollte man diese Störenfriede bitten zu gehen. Gibt es überhaupt Singles? Ich glaube, einer versteckt sich noch in einem der Zimmer der des Walls. Ah, können wir vielleicht jemanden in die Vault mit reinholen? Das wäre cool. Kronkorken. Mikroskop. Und unsere Gegner sind coole. Also das ist schon armselig. Was hast du denn bitte sehr für eine Waffe? Ah, das ist eine legendäre... Ich verstehe das auch nicht, Leute. Das ist eine Sache, die ich nie begriffen habe. Dieser einsame Wanderer, diese legendäre Waffe. Warum? Wieso sollte sie irgendjemand tragen wollen? Die macht 2 bis 7 Schaden. Ich meine, wenn die jetzt sekundenweise ballern würde, das wäre geil, ja. Aber so, weißt du was, hier. Da, das ist doch besser. Nein, tatsächlich nicht. Coca-Cola Quantum. Ich hoffe ja, wir kriegen noch eine bessere Waffe. Weißt du, wir haben hier einen Deadline mit seinem Alien Blaster und Tywin mit seiner Shotty 6 besagt. Oh, Tywin, Glückwunsch. Da müsste eigentlich viel mehr Damage rauskommen. Oh. Guckt ihn euch an, unseren legendären Heidi. Der hat doch bestimmt auf den hier geschossen. Oder? Ich weiß es nicht. Was, du hast auf den geschossen? Achso, es sind nur 2. Okay. Ich wollte gerade sagen, wo kommt denn der Damage her? Komm schon, gib mir eine Waffe. Gib mir eine Waffe, um das Ganze hier zu beschleunigen. Nein! Shit. Aber wir haben noch keine Stims verbraucht. Ist nice. Alter. Deadline. Gib's her. Es ist meins. Oh. So viel Geld. Ja, aber es wird ja durch 3 geteilt. Ich versuche so gut wie möglich jeden dran zu nehmen. Also der kann, ne? Lohnt sich das für Kakerlaken? Ah, das ist der sowieso der 2 bis 7er Schaden, ganz ehrlich. Ah!
Für mich lohnt sich das. Gib mir eine Waffe. Ja! Er kriegt den einsamen Wanderer wieder. Das ist so viel ist klar, weil er ist ja natürlich eine legendäre Person und wer ihn kauft, der kann den einsamen Wanderer haben. Ich weiß nicht, was er damit machen möchte. Aber egal. Oh, eine einzige Wurfsratte. Machen wir direkt noch mal einen kritischen rein. So. Nur mal so unter uns. Was würdet ihr mit einem einsamen Wanderer machen? Was würdet ihr mit so einer Waffe machen, die eigentlich, die legendär ist und scheiße? Was würdet ihr damit machen? Was macht man damit in diesem Spiel? Oh, Raider. Tut mir leid, Kumpel, du bist für nichts und wieder nichts gekommen. Es gibt nur noch einen Single und den habe ich mir schon reserviert. Also verschwindet, damit ich hier mal richtig abzappeln kann. Weißt du, die reden von Singles wie von Objekten. Guck mal, da steht ein Single, oh, den nehme ich mir jetzt mit nach Hause. Das könntest du nicht mal, wenn dein Leben davon abhängen würde. Man kann sich niemanden reservieren. Pff, in Vault 332 gibt es noch reichlich Singles, ohne Ende. Mal gucken, was er dazu sagt. Wirklich? Okay, Jungs, verschwinden wir. Hier, das soll dich daran erinnern, dass ich dich hab leben lassen. Wow. Eine Decke. Ich kriege hier ganz schön viele Stims, ne? Noch mehr Interessenten? Das wird langsam lächerlich. Obwohl ich schon sagen muss, dass du ganz nett anzuschauen bist. Ich habe das ganze Ödland nach dir abgesucht und dich endlich gefunden. Tut mir leid, das wird nichts. Du siehst meiner Mutter viel zu ähnlich. Mit der Frisur? Ich glaube kaum. Ich habe die ganze Zeit auf dich gewartet. Und da bist du nun. Yay. Ich glaube, sie kommt in die Vault. Vielleicht ist sie ja gut. Wir können noch eine Person gebrauchen, dankeschön. Gucken wir uns die letzten Räumlichkeiten hier an. Also, ich glaube, das wird nichts. Haben wir irgendwas Großartiges schon gefunden? Oh, ja gut, den kannst du behalten. Ja, nö. Oh, nö. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ja, komm, zieh's durch. Deadline rettet hier den Tag. Unfassbar. Ja, Kronkorken sind nicht schlecht. 1200, ey. Das sind schon 400 für jeden, ne? So, das war also Tivin und Deadline. Ja, was haben wir sonst noch bekommen? Ich glaube, Redway haben wir gar nicht bekommen, oder? Weiß ich gar nicht. Wir haben auf jeden Fall 6 Stims bekommen. Das heißt, 3 für jeden. Alles klar. Und ansonsten, klamottenmäßig, nichts. Ja, hier kriegst du deinen einsamen Wanderer wieder. Bitteschön. Weißt du, die stehen da immer noch. Voll die Deppen. Ich dachte, die wollten zu den Singles. Oh, Cynthia Walker. Die gehört euch natürlich nicht. Wäre ja noch schöner. Ein Menschen kann man doch nicht besitzen. So, jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken auf Discord. Wer ist denn dieser ominöse Hundebesitzer? Pasco. Pasco ist der Hundebesitzer. Er hat den Bernhardiner gekauft. Das bin ich da hinten, ne? Ja. So, hier unten müsste ja noch hier Bruder rumchillen. Von daher passt das schon. Und ich möchte jetzt erstmal Pasco.
Pasco? Ja. Du kriegst natürlich deinen Bernardiner. Das nächste Mal, wenn du rausgehst, bringst du ordentlich Schrott mit. Okay. So. Können wir eigentlich schon... Nee. Können wir nicht. Ah gut, dann wechseln wir nochmal zur Fake Vault und gucken uns das Ganze nochmal an. Oder habe ich irgendwas vergessen? Shelter, lalala. Lalala. Okay. Was steht da? In der Kopie Vault war Nummer 6 noch. Nummer 6 vom Level noch nicht hoch genug. Achso. Das ist das, was ich gerade meinte. Okay, gehen wir ins Hauptmenü zurück. Jetzt kommt es nämlich drauf an. Wir können also Lücken tatsächlich mit anderen Vault-Bewohnern füllen, wenn es stimmt. So, wir lassen mal... Ja, komm, nimm alles mit, ja. Habe ich gerade entfernen gedrückt? Ich wollte eigentlich den hier einsammeln. Okay, ich habe irgendjemanden gelöscht. In der Fake Vault. Aber es macht nichts. Die ist ja nur zum Testen da. Hey, alle maximiert. Okay. Also. Wir gucken nochmal. Der Goldring. So. Da haben wir ja ganz, ganz viele. Wir brauchen einfach nur einen, der... Stufe 11 ist. Wer ist Stufe 11 und hat eine Zahl? Oder wir nehmen Tywin. Der läuft ja gerade so freizügig durch die Gegend. P3. Tywin, komm. Geh irgendwo hin, wo wir dich sehen können. Da. Und dafür ziehen wir jemanden einfach die Klamotten ab. Zack. Wo ist Tywin jetzt hin? Ich hab dir gesagt, du sollst da bleiben. Hab ich ihn hier hingeschickt? Ach, da läuft er noch. Okay. Tywin hat P1. Wenn wir ihm jetzt diese Kleidung geben, kann er dann dieser Quest beitreten? Ja, doch, geht. Okay, geht. Alles in Ordnung. Was jetzt beginnen? Ja, mach mal. Können wir direkt mal gucken, wie groß die Anlage ist. Mal äußerlich erkunden. Was erwartet uns in der morgigen Folge, in der übermorgigen Folge, muss man sagen, am Freitag? Oder? Nee, wir haben heute schon Donnerstag. Alter, diese Scheiße. Hallo? Geht doch. Finde einen beliebigen Gegenstand aus Gold. Was das wohl sein könnte. Das ist die Vault, Leute, oder das Gebäudekomplex, das wir erkunden werden. Ist das dein Ernst, Shiva? Und wir werden am Montag da ankommen. Weil morgen ist ja schon Freitag. Und dann schauen wir mal, was wir da bekommen. Ja, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns erstmal morgen zu einer neuen Folge wieder. Ihr habt dann das ganze Wochenende Zeit, euch zusammenzurappeln, um ein Dreierteam da zu erstellen für diese Gelegenheit. Und ja, ich glaube eigentlich mit so den P3-Anzügen könnte eigentlich jeder mitmachen. Jeder, der genug Schaden hat und Level 11 ist. Und ich habe euch ja bereits... Sieht man eigentlich noch irgendwas? Ja, schwarz. Ich habe euch ja bereits in der Sporthalle ein Bild geschickt. Da könnt ihr quasi euer Level sehen. Hier zum Beispiel Pyro kann nicht mitmachen. Fallout Girl, Bruder. Ja, die ganzen Leute, die halt noch nicht Level 11 sind. Die können nicht mitmachen. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.